Liebe Freunde von Deutschland betet Rosenkranz, liebe Marienverehrer, auch dieses Jahr wollen wir euch herzlich einladen zur Sternwallfahrt zu Ehren der Rosenkranzkönigin hier nach Altötting, und zwar am Sonntag, den 7. Juli. Auch dieses Mal wollen wir den Himmel bestürmen, um für den Frieden in der Welt zu beten, den Frieden in unserem Land zu beten. Das ganze Programm beginnt am Sonntag, 7. Juli um 10 Uhr in der St. Anna Basilika hier in Altötting und endet am späten Nachmittag mit einer Rosenkranzprozession zur Gnadenkapelle zu unserer lieben Frau von Altötting, wo wir uns am Ende auch der Mutter Gottes weihen werden. Mit dabei sind Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg aus dem Erzbistum München-Freising und Pater Johannes Rotärmel von den Passionisten vom Passionistenkloster in München-Pasing sowie, wie schon letztes Jahr, Bruder Marinus Parzinger, der Guardian hier von den Kapuzinern in Altötting, der auch stellvertretender Wallfahrtsrektor hier am Gnadenort ist. Wir wollen beten um den Frieden in der Welt. Wir wollen das gemeinsam mit euch tun und möglichst mit vielen Leuten. So bitten wir euch, kommt zahlreich hier nach Altötting. Soll ein Tag auch des Auftankens werden. Nehmt viele Freunde mit, kommt mit euren Gemeinschaften und wollen wir hier am Gnadenort den Himmel bestürmen. Was kann es im Augenblick Wichtigeres geben, als um den Frieden zu beten? Das Motto dieses Tages lautet Einheit, Eintracht, Frieden. Das war das Motto auch schon vor 70 Jahren, wo Kardinal Frings in Fulda mit 50.000 Menschen und vielen deutschen Bischöfen unser Land der Mutter Gottes, nämlich dem unbefleckten Herzen Mariens, das erste Mal geweiht hat. Umso mehr ist es auch heute, jetzt in dieser Zeit, auch wichtig, dass wir um diesen Frieden beten, um Einheit, Eintracht, Frieden. Das war das Motto damals und das ist das Motto jetzt am 7. Juli. Bitte kommt zahlreich hier nach Altötting an den Gnadenort. Es ist auch ein Tag des Auftankens und gemeinsam im Gebet stehend, fürbittend, wiedergutmachend wollen wir beten. Und die ganze Menschheit, unser Land, die Kirche und alle Menschen, die uns anvertraut wurden, der Mutter Gottes anzuvertrauen. Seid herzlich willkommen hier in Altötting. Macht kräftig Werbung in eurem Umfeld und kommt zahlreich. Es grüßt euch herzlich euer Manfred Benkert von Deutschland betet Rosenkranz. Musik